Ja, meine lieben Freunde, und damit ein herzliches Hallo von mir aus wieder hier zurück zu The Evil Within. Das letzte Mal sind wir hier im Labyrinth elendig, verkümmert, gestorben, man kann es nicht anders sagen, weil wir einfach zu blöd waren, uns den Weg selbst verbaut haben. So kann man uns am besten hinstellen, würde ich sagen. Ich kann das hier übrigens auch... Mann, ich hab immer die... Oh, verpiss dich. Nein, komm, ey. Alter, ohne Scheiß. Der hat eine Zielakkurat... Über den könnte ich mich aufregen. Was ist das für ein Detective, Alter? Der geht wahrscheinlich nie auf den Schießstand und probiert irgendwas. Alter, der hat eine Zielakkurat... Tick, das ist... Das ist zum Verzweifeln schlecht, ey. Das ist echt wirklich einfach nur noch Blödheit. Ey, sorry, aber ich kann es nicht mehr anders sagen, wie behindert das einfach nur ist. Ja, komm, du willst uns wieder killen, ey. Lass mich einfach nur in Ruhe, du. Sack, Gesicht. In your face, ey. Nehmen wir das noch mit hier, ey, und dann... Ja, komm doch. Nee, ich habe keinen Bock mehr jetzt hier zu spielen. Verzieh dich einfach. Du hast uns das angetan. Hä? Was soll... Nee. Ey, was ist das für eine Scheißstelle im Spiel, ey? Sorry, Alter. Woher soll ich wissen, ob ich mich bewegen kann oder nicht, oh dummen Kackbratzen, Alter. Also ich muss jetzt, also ich bin jetzt gerade von dem, also ich, ich finde, ich bin gerade un, ich fühle mich gerade unfair behandelt. Komm, Scheißbombe, geh in die Luft, ey. Ich fühle mich gerade, oh. Mein akkurates Zielen wieder hier. Ey, ich fühle mich gerade wirklich unfair. Kann ich mich hier bewegen? Ja, kann ich. Ach so, das war der Grund, warum ich gestorben bin. Warum ruft eigentlich Ruvik? Alter, wir haben es endlich geschafft. Ich bin gerade heilfroh, wirklich, Leute. Ey, was war das denn bitte für eine Scheißstelle? Ey, sorry, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen rage, aber ey, das ging gerade echt nicht. Und warum schreit Ruvik eigentlich die ganze Zeit, dass wir ihm das angetan hätten? Was denn überhaupt? Alter, ein großes Glas Gier, ey. Das würde ich mir am liebsten jetzt reinziehen. Geh mal an die Seite, Stuhl hier. Du störst mich allgemein, ey. Was haben wir hier? Kartenfragment? 17, ja. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, 15 oder 16 oder irgend sowas gefunden. Alter, und überall diese Sonnenblumenböder hier, die ich eigentlich ganz schick finde. Und hier liegen auch diese Sonnenblumen rum. Ich frag mich, was das mit Sonnenblumen zu tun hat und was diese Böder hier darstellen. Naja, wir werden es sicherlich noch herausfinden. Es geht weiter hier im Irrenhaus. Im Herrenhaus meine ich natürlich. Hierher geführt. Ich glaube, damit hätte sich unsere Frage beantwortet mit den Sonnenblumen. Alter, wie schick das einfach nur aussieht. Alter, guckt euch das... Also, das sieht ja nicht mehr so schick aus, weil es nicht mehr so leuchtet, aber... Alter, wie schick das aussieht. Guckt euch das mal bitte an. Sonnenblumen! Das sieht wirklich gerade sehr, sehr schick aus. Also ich muss schon sagen, das gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Ich bin dem Spiel nicht mehr böse, dass die Stelle gerade zu blöd war.
Ah, wieder mal ein frei erkundbares Gebiet, was ich sehr, sehr schön finde. Mal ein wenig Abwechslung zwischendurch. So, hier liegt schon wieder was rum. Das habe ich im Augenwinkel schon gesehen. Da liegt auch noch ein bisschen was. Liegt da drin irgendwas? Da drin liegt nix. Doch. Ne, da drin liegt nix. Warte mal, lag da gerade noch? Da war was. Warum ist das denn grün? Na ja, egal. So, liegt ja sonst noch irgendwo. Mich würde es nicht wundern, wenn hier wieder irgendwo so eine Statue steht. Deshalb schaue ich ja mal gerade genauer ein wenig hin und her. Holz, Holz, Holz regiert die Welt. So wie sie mir gefällt. Hier ist nix. Steht hier irgendwas im Gebüsch? Nope. Vielleicht übersehe ich auch einfach nur alles und ihr sagt mir im Nachhinein, ey, da stand was auf dem Gebüsch. Auf dem Gebüsch vor allem. Mal ein bisschen Licht hier in die Hütte bringen. Okay, ich bin gerade irgendwie Assassin's Creed. Ah, guck mal. Das nehme ich gern mit. Ah, guck mal, jo. Voll. Warum? Was? Wir sind da voll? Ernsthaft? Wir haben. Natürlich sind wir da nicht voll. Nein! Okay, ich lade den letzten Kontrollpunkt. Ey, das kotzt mich gerade tierisch an. Irgendwie läuft die Aufnahme gar nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das finde ich gerade mies. Ich finde das gerade wirklich mies. Ich muss mal einen Schluck trinken, ganz unprofessionell. Nee! Ey, das kann doch jetzt nicht. Hatte ich nicht einen Autospeicherpunkt, als ich da durch war? Wahrscheinlich habt ihr jetzt meine Flasche gehört. In der Aufnahme ist mir jetzt aber echt rundspiep egal. Das macht mich einfach menschlich, Freunde. Ey, wie kacke ist das bitte nur? Ey, wirklich, wie total beschissen sind denn diese Save Points gesetzt? Ey, dann trifft er wieder nicht mit seiner unkalkulierten Scheißheit, ey. Alter. Komm, ey, verpiss dich. Na, nimm's doch auf! Ey, so ein Hirn. Mist, ey. Komm, ich will laufen. Komm, ja, ich weiß. Wir haben dir das angetan. Ja, komm, leck mich. Alter, ich zieh mir wirklich gleich das Gehirn rein. Schnauze voll, ey, gestrichen voll. Ja, Kartenfragment, komm schon. Interessiert mich nicht. Ich bin grad tierisch angepisst. Mach ich die Tür auf hier. Ja, das wunderschöne Sonnenblumenbeet. Ich weiß, ich möchte das jetzt auch überspringen. Vielen Dank. Wurde ich hierher geführt? Darum. Einfach nur, weil es so ist. Stell keine dummen Fragen. Es ist einfach so. Wir wurden hierher geführt, weil es und so. Einfach nur darum. Stell keine dummen Fragen. Das lag beim letzten Mal ja nicht, oder habe ich das übersehen? Ey, wie? Das ist wirklich. Wie dämlich sind denn diese Speicherpunkte gesetzt? Also wirklich mal ohne Flachs. Das geht ja gerade auf keine Kuhhaut, finde ich. Bitte ausrüsten, danke. Und ich sollte die Finger weg von der rechten Taste haben. Die bringt mir immer nur Ungutes. So. Liegt hier noch irgendwas? Was ich vielleicht nö. Gut, gut. Dann vermute ich mal ganz stark, dass wir dort jetzt hinein müssen. Ich richte mein Headset gerade noch einmal. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen.
Welche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Den werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Hey, ich glaube, da sind Kinder drin. Ich habe nichts gehört. Was zur... Jetzt kapier ich, warum Ruvik so... Ist da jemand? Öffnet die Tür! Ruben! Ruben, bitte, du musst klettern! Scheiße, ich sollte hier schnell raus. Da! Alter, wie grauenvoll ist das denn bitte? Jetzt verstehe ich, warum Ruvik, beziehungsweise Ruben, wie er als Junge ja eigentlich heißt, warum der so aussieht. Die haben die Scheune angebrannt, diese miesen Schweine. Wie komme ich hier raus? Ach da. Und den A-Button smashen. Jetzt kapiere ich, jetzt steige ich langsam etwas durch in der Story. Also entweder... Wahrscheinlich, ich vermute es mal. Scheiße, wie... Und wie fahre ich das Ding jetzt hoch? Okay, verstehe, muss ich nicht verstehen, ne? Ah, kann ich jetzt hier an die La... Nein, kann ich natürlich nicht. Hä? Wie komme ich da, bitte... Und so? Also ich vermute mal, Ruvik, seine Eltern haben das Land halt aufgekauft. Und die wollten dann die Scheune von... Also ich vermute mal, es ist die Scheune von Ruben, beziehungsweise Ruviks Eltern. Und die wollten halt eben die Scheune halt aufkaufen. Ach, ich muss das wahrscheinlich... Ah, jetzt verstehe ich. Und die wollten, die Scheune aufkaufen. Und die Leute wollten sich halt eben rächen. Und wollten deshalb die Scheune hier von Ruben, Rubens Eltern oder Rubens Fam... Mir ja. Abbrennen. Scheiße. Okay, du nervst mich langsam, du Typi, ey. Soll ich den jetzt töten? Ach du Scheiße. Ach, das ist ja schon wieder wunderbar, ja, ey. Nimm mal deinen Kopf weg. Du stinkst ganz schön. Okay, meine Schrotmuni ist voll. Naja, dann werden wir das doch mal ausnutzen. So, komm schon, steht noch mal auf, ihr miesen... Wichser! Wenn ich schon die Schrotmuni zur Verfügung habe, warum soll ich es denn nicht ausprobieren, ja? Okay, nehmen wir mal deinen Kopf noch weg. Ich glaube, das schmerzt Ruvik, wenn ich hier seine Freunde... Oh, du verdammtes Dreckschwein! Nein, ich bin ins Feuer gerannt. Ist die tot, oder... Ja, nein, natürlich nicht. Den weg. Den weg. Den mal den Kopf weghauen. Ah, Mann, verdammt. Das wird... Ach, Mann! Schmerzen, überall Schmerzen. Ich bereite Ruvik Schmerzen. Jetzt wird's ein wenig eng in der Kiste hier. Ich glaube, ich habe Ruben gerade...
Ich glaube, ich weiß den Grund, weshalb Ruvik so ist, wie er ist. Und warum er versucht, diese Menschen an den rumzubasteln halt. Ich bin nur gerade stark am Überlegen, ob wer dieses Mädchen war. Kann das sein, dass dieses Mädchen Laura war? Hieß Laura nicht unsere Tochter? Die wir beim Brand in dieser Scheune verloren haben? Kann das sein? Kann das sein, dass wir das reiche Pack waren und dass wir das Land aufgekauft haben und dass die in unserer Scheune gespielt haben, weil Laura unsere Tochter in der Scheune war? Und dass deshalb Ruvik so aussieht, wie er aussieht und deshalb wir in dieser ganzen Sache hier verwickelt sind und Ruvik mit uns diese Spiele abhält oder Ruben? Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, wir werden es herausfinden, aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Es war wie immer eine sehr, sehr spannende Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute.